Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Insa und Mein. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich musste gerade noch mal eine ganze Menge spielen, weil der letzte Speicherpunkt so verdammt lang her war. Der war in der Umkleide, als uns die Puppe den Schlüssel gegeben hat, dort irgendwo. Ich musste noch mal die ganzen Postkarten einsammeln, das Blitzerfoto machen. Blitzerfoto, ja, das Foto in der Fotokabine. Ja, alles noch mal durch die Kasse ziehen und so weiter und so fort. Die zwei Tintenklecks-Monster kamen noch mal. Die Gute hat mir einmal in die Schulter gebissen, obwohl ich sie mit der Scherbe hatte. Ich weiß nicht warum. Also nicht wundern, wenn hier auch Lebenspunkte und Munition anders ist als letzte Folge. Ich hab Angst, da steht ein Spiegel. Das heißt, die Olle ist bestimmt hier. Okay, alles voller Kameras. Sie hat ja auch schon mal gesagt, dass sie sich irgendwie beobachtet fühlt. Ja, kleine Anmerkung noch, ich fände es irgendwie cool, wenn das Spiel entweder öfter speichert oder einem eine Speicherfunktion gibt, weil das war halt doch schon ganz schön viel, was da jetzt nochmal gespielt werden musste. Sieht das? Ne, das ist ein Spiegel, glaube ich. Weiß nicht, sind wir jetzt in der Abteilung, an die wir noch nicht rangekommen sind? Wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube, das ist sie nicht. Eine Batterie gibt's noch. Überall stehen Kameras. Mitarbeiter only. Fernsehabteilung anscheinend, Elektronikabteilung. Oh. Nothing. Okay, ich dachte schon, jetzt haben wir eine Sicherung. Nothing. Ich würde sagen, wir verfolgen mal das Kabel. Aber die Musik, die dröhnt gerade echt auf den Ohren. So, Kabel führt hier oben lang. Ah, okay. Kommen wir hier nicht rein? Ist hier irgendwo eine Tür? Hab halt echt Angst, dass die auf einmal hier wieder rumlungert. Ach, okay, alles klar. Hier sind wir rein. In die Fusebox. Success. Haben wir. Das heißt effektiv, wir können jetzt den Schalter drücken. Die Frage ist, was passiert? Geht Licht an? Oder kommt hier ein riesen Alarm und wir werden direkt attackiert? Wir probieren es einfach mal. Wir werden beobachtet. You're not so welcome. Sie gehen auch wieder aus. Können wir es nochmal drücken? Die Tür ist zu. Hat es denn jetzt damit auf sich? Wir können es auch nicht nochmal drücken. Weiß nicht, ob wir hätten an den Fernsehern rumdrücken sollen. Da war so ein kleines Symbol, dass wir damit interagieren können. Verurteilt, beobachtet und angestarrt werden. Das sind die Dinge, vor denen sie mit aller Kraft entkommen wollte. Sie haben sie immer angestarrt. Kameras haben gedreht. Doofe Kamera. Oh, wir können die kaputt machen. Entschuldigung, wollte ich nicht. War aus Versehen. Bezahle ich auf jeden Fall nicht. Ah, hier sind auch noch Fernseher. Okay. Das ist die Gute. Ich glaube, sie soll das sein. Was passiert denn, wenn wir... Ah, okay, ich glaube, ich habe es gecheckt. Weiß nicht, ob wir uns beeilen müssen, dass die gleich rauskommt. Ich denke nicht. Okay, ihr geht's anscheinend immer schlechter. Gut, war gar nicht so schwer, das Rätsel. Gab ja vorher noch mal einen Tipp. Jetzt gucken sie doch alle an. Ah, nee, der hier noch nicht. Will nicht so nah daran. Jetzt. Weiß nicht, müssen wir jetzt zum Spiegel? Irgendein Grund wird er... doch haben. Naja, ich wusste es. Und es speichert. Hey, sehr gut. Komm her. Hä? Jetzt. Renn. Ach, komm doch. Hier, Spiegel. Das war knapp. Alter, war das knapp.
Oh, war das knapp. Okay, also relativ einfach. Wir hatten ja zum Glück auch hier vorne den Tipp, dass sie nicht angestarrt werden will. Jetzt ist hier wieder Strom, aber ich würde sagen, wir müssen hier wahrscheinlich durch. Sicherung wieder rausnehmen. Gucken, ob es klappt. Jo, sieht gut aus. Cool, und dann haben wir auch noch eine Sicherung in petto. Wenn wir die mal brauchen. Spielzeug. Ist aber eine kleine Abteilung. Ah, können wir hier, ja. Haben wir noch eine... Ne, wir haben keine Münze mehr. Verdammt. Wieso hätten wir doch noch die Münze... die Postkarte finden sollen vorher. War halt fest überzeugt, dass wir das hier irgendwo finden. Oder? Ach, wir sind jetzt wieder hier. Okay, alles klar. Mitarbeiter, die meisten neuen Spielzeuge gingen beim Unglück verloren. Ich werde daher diesen Bereich absperren und abdecken, bis die neue Kollektion eintrifft. Gehen Sie da nicht rein. Er wird derzeit als Lagerplatz genutzt. Es stehen ungeöffnete Kartone rum und ein Spiegel ist dort drin. Anderson und ehrlich gesagt gruselige schlechte Schwingungen. Habe ich gemerkt. Mom machte das Abendessen, aber jetzt ist sie im Eisschrank. Okay. Moment. Klang gerade so, als würde was kommen. Schalte frei. Was stand da? Schalte frei und erreiche die Spielzeugabteilung. 4 Puppen übrig. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Im Dachstuhl hatte er immer Mut, jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Ich, mir geht es gut, alles okay, dann Unglück. Und da ich böse bin, bin ich ein seelenloser Abfall. Was für verwirrendes Zeug. Also wir haben ein kleines Puppenhäuschen. Und anscheinend mehrere Plätze. Wir sollen 4 Puppen sammeln. Schalte frei und erreiche die Spielzeugabteilung. Das ist wahrscheinlich ein Hinweis, die sagt ja, der eine ist dort, der andere ist dort. Also sollen wir wahrscheinlich hier drin 4 Puppen platzieren, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Hier ist zu. Aber erreiche die Spielzeugabteilung. Wir sind doch in der Spielzeugabteilung. Mal hier stand. Die meisten gingen verloren. Ja, aber es steht nicht, dass es irgendwo anders jetzt ist. Hier waren wir gerade drin. Genau, okay. Also ich würde jetzt, wir müssen erstmal gucken. Ist doch bestimmt immer noch hier. Ich habe sie doch gerade singen gehört. Sehe sie nicht. Doch, dort. Ist da hinten? Da waren wir doch gerade. Wo kommt die auf einmal her? Da sehe ich auch noch irgendwas Blaues. Come on! Geh weg! Was ist denn das Blaue? Na super, jetzt geht die genau hier hin. Ja, ist gut. Komm her. Oh, wo ist denn das Blaue jetzt? Das war bloß der Automat hier. Ah, okay. Das habe ich, glaube ich, vorhin vergessen aufzunehmen. Ich bin halt hier wirklich so im Speedrun durchgerannt. Damit wir weitermachen können. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Postkarte. Damit wir mit der Münze den Automat betätigen können und eventuell diesen kleinen Teddy oder was das war, dort rausziehen. Ich muss sagen, ich habe die Angst vor der Ollen echt komplett verloren. Am Anfang war das immer noch eine sehr gruselige Sache. Mittlerweile weiß ich halt... Scheiße. Wollte gerade sagen. Mittlerweile weiß ich halt, Scherbe hoch und gut ist. So, da rennt sie irgendwo rum. Na komm her. Oh. Nicht so nah, Fräulein. Also... Ah, Mann, diese doofen Kameras die ganze Zeit. Wir brauchen noch eine Postkarte. Wir brauchen sie. Ich glaube, die müsste weiß sein. Ich habe nämlich vorhin geguckt, als ich die erste Postkarte aufgenommen habe. Und die hat weiß geleuchtet hier. In der Ansicht. Da hinten sind noch ein paar weiße Sachen. Vielleicht gehen wir da mal schauen. Achso, kommen wir da.
kommen wir immer noch nicht hin, ne? Milchabteilung. Wo rennst du denn rum? Boah, jetzt bin ich aber gerade mutig, ne? Ich glaube, ich habe sie gesehen. Ja, da war sie. Ja. Komm her. Und weg mit dir. Ja, zum Glück ist mir das aufgefallen mit der Scherbe. Stellt mal vor, wir wären die ganze Zeit hier lang gerannt. Oder lang geschlichen. Ich hätte versucht, hier die ganze Zeit auszuweichen. Oh Gott, das wär gar nichts geworden. Hätte ja 100 Jahre gedauert. So, jetzt lasst noch mal schauen. Also, wir sind hier in der Elektronikabteilung. Und in der Spielzeugabteilung. Quest sagt, schalte frei und erreiche die Spielzeugabteilung. 4 Puppen übrig. Locke die Beobachterin zu den Spiegeln, sammle alle Pillen. Da ist dieser kleine Teddy drin. Den kennen wir schon aus Virginias Wohnung. Ah, und da ist ein Schlüssel. Wir brauchen also den Schlüssel, den wir vielleicht dann dort reinkommen oder in die Milchabteilung. Und dort kriegen wir vielleicht... Naja, obwohl, wir brauchen die letzte Postkarte eher. Sonst kommen wir hier nicht ran. Jetzt ärgert es mich gerade tatsächlich ein bisschen. Ich habe nämlich die eine Münze vorhin auch wieder in den Automaten geschmissen, der die Münze einfach geschluckt hat. Ich wusste es natürlich schon vorher, aber ich wollte auch alles so belassen, wie es halt vorher war. Aber die hätte ich jetzt gut gebrauchen können. Schon wieder irgendwo hier. Drüben changelt sie rum. Hey, Kleine. Hier. Ach, guck mal. Cool. In dem Moment habe ich hier was gesehen. Wir haben doch noch eine Sicherung. Perfekt. Die wartet jetzt wahrscheinlich bloß genau hier drin auf uns. Vorne ist sie. Ich würde sie ganz gerne erstmal weglocken. Komm, fort. Geh weg. Offiziere, zu Ihrer eigenen Sicherheit seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie hinter dem gelben Absperrband den Tatort betreten. Es liegen jede Menge Glassplitter und zerbrochene Sachen rum. Cool, wir haben hier noch einen Spiegel. Das heißt, wenn sie nachher wieder hierher kommt. Ach, und weißt du was, das habe ich noch gar nicht gemacht. Das habe ich glatt vergessen. Wo ist denn die? Wir locken die gleich hierher. Dann haben wir den nächsten Spiegel fertig. Boah, ich sehe sie nicht. Hä? Gönn mal noch eine Postkarte. Ich brauche noch eine. Was haben wir hier? Muni, auch nicht schlecht. Komm her, kleine Maus. Och, Mäuschen. Ein Spiegel bloß noch. Darauf steht Wartungsflügel West. Okay. Bloß noch einmal, dann haben wir das geschafft. Ich freue mich. Obwohl ich sagen muss, dass mir dieses Tonband gerade echt gut gefällt. Also ich nenne es jetzt mal Tonband. Wir sind ja effektiv in der Tonbandaufnahme. Irgendwo war sie. Sie singen gehört. So, Wartung. Zentralflügel. Nee, ist nicht richtig. Wir müssen zum Wartungsflügel West. Wir sind hier. Wo ist Wartungsflügel West? Wahrscheinlich im Westen. Ja, und ich gucke in den Osten. Auch nicht schlecht. Hier drüben. Am Eingangsbereich. Hinter den Milchprodukten. Hier sind wir gerade, wir kommen aber hier nicht in den Zentralflügel rein, dass wir so rumlaufen könnten. Und in die Milchprodukte kommen wir auch nicht, also bringt uns der Schlüssel gefühlt gerade gar nichts. Die bleibt auch zu. Wir gehen nochmal hier vorne gucken in den neuen Bereich. Gott. Alter, mach doch nicht so eine Faxen. Bam. Können wir die eigentlich abscherben? Totscherben? Wie auch immer. Wahrscheinlich nicht. Achso, wir haben ja hier noch Wartungsflügel da drüben. Westflügel, Wartungsflügel. Auch gut. Was war das Leckeres? Stand leider nicht da. Nochmal ein bisschen Muni.
Nochmal. Wir brauchen unbedingt die eine Postkarte noch. Muss ja hier im Verkaufsraum liegen. Ja, uhu, wir haben sie. Geh weg. Gut, bevor wir hier drüben lang machen, gehen wir schnell nochmal zu den Kassen. Gott, wo ist sie? Da ist sie. Sie hat durchs Glas geguckt. Schweinebacke. Ich renn dir hinterher. Das war irgendwie komisch. Ja, jetzt wird sie gleich hier sein, ne? Ist gut. Alles klar. So, welche Kasse waren das? Die letzte? 3,99. Wir haben 1,99 und wir haben auch irgendwo 2 Euro. Bam. Wir haben es geschafft. Rätsel gelöst. Es ging übrigens auch hier mit dem Tresor. Ich hatte mir jetzt nicht nochmal die Mühe gemacht und den Strom angeschalten. Wir können nochmal in den Raum reingehen. Ich weiß gar nicht, ob hier noch was lag. Das war bloß der Hinweis. Ja, ich hatte mir jetzt nicht nochmal die Mühe gemacht, weil ich den Code noch im Kopf hatte. Ging auch. Hätte ja sein können, dass das Spiel sagt, ey, du musst vorher dir die Sicherheitskameras angeguckt haben. Sonst funktioniert das nicht, aber nö, hat geklappt. So, nochmal gucken. Oh, sie ist ganz in der Nähe. Ich gerade an ihr vorbeigerannt. Schnell weg. Schnell weg. Eine Münze. Bam. Wenn es nur immer so einfach wäre. Zündschlüssel. Ein Fahrzeug. Okay. Haben wir schon mal ein Fahrzeug gesehen, außer draußen auf dem Parkplatz? Glaube nicht. Der würde ja sicherlich nicht passen. Jo. Dachte ich mir fast. So, Mäusel, wo bist du? Wo bist du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Wo bist du? Okay, sie ist irgendwie weg. Hä? Es klang aber, als ob sie verdammt nah wäre. Sehe sie nicht mehr. Renn jetzt einfach mal hier lang. Zwar, wir hatten das gerade durchgeschnitten, aber kann auch sein, dass das hier vorne war. Ist halt eigentlich auch eine geile Info. Ich muss mir die nochmal kurz angucken. Da ist sie. Wir locken sie nochmal kurz weg. Hier, meine Kleine. Komm her. So. Seien Sie äußerst vorsichtig. Es liegen jede Menge Glassplitter und zerbrochene Sachen rum. Wow, das ist bestimmt eine der gefährlichsten Sachen, den ein Polizist sich während seiner Karriere so entgegenstellen muss. Achtung, Glassplitter. So, was haben wir hier? Nochmal, geil, 110, wir kommen sogar über 100. Batterie ist voll. Verbrauchen wir 1%. Nehmen die mit. Wir lassen hier nichts liegen. Geiz ist geil. So. Wartungsflügel. Oder Wartung Westflügel. So rum. Und es speichert wieder. Sehr gut. Vor allem kurz vor Ende der Folge. Danke, liebes Spiel. Ich bin dir gerade sehr, sehr dankbar dafür. Wir machen erstmal die Tür zu. Nehmen, glaube ich, erstmal wieder die Pistole in die Hand. Wir sind jetzt hier drüben. Hier waren wir vorhin. Hier drüben hingelaufen. Wir haben jetzt alles freigeschalten, ne? Spielzeug waren wir, Elektronik waren wir, Kantine, Milch, Fleischprodukte. Wir haben, glaube ich, alles geschafft. Weiß nicht, Lagerhaus, Verladerampe. Waren hier im Kompressorraum. Wir sind hier durch das Ding rein. Hier im Elektronik wieder rausgekommen. Kühlraum, Besenschrank. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ich habe tierisch Angst vor Kühlräumen in Horrorspielen. Weiß gar nicht, woher das kommt. Ich sag's doch. Da lag irgendwas drin. Ich hätte es mir gerne in die Hand genommen. Aber wir machen an der Stelle jetzt erstmal Schluss mit der Folge. Jetzt, wo es spannend wird. Ich glaube, irgendwas wird in den nächsten Minuten kommen, was uns tierisch in die Hosen scheißen lässt. Ist nur so ein Gefühl. Nein! Entschuldigung.
eine Muni verschenkt. Ist nur so ein Gefühl. Mal gucken, ob sich's bewahrheitet. Morgen 16 Uhr geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.